Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Malik, liebe Rosa, sehr geehrter Herr Ehrenbürgermeister Dr. Eberhard Fennel, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Quell, verehrte Gäste aus Proskau und aus Steinberg, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst wird mein sprachliches Defizit heute Morgen wird ausgeglichen durch die Dame neben mir, Frau Kubiak. Sie wird also das Ganze, was ich Ihnen vortrage, meine Rede, in die polnische Sprache übersetzen. Der bin ich leider, das muss ich auch die letzten zwei Tage wieder mehrfach erkennen, in keinster Weise mächtig. Ja. Die Ziele der Partnerschaft zwischen unseren beiden Städten sind gegenseitige Achtung, Vertrauen und Verständnis füreinander. Wir haben uns gemeinsam verpflichtet, in Freundschaft für Frieden und Freiheit in einem vereinten Europa einzutreten. So heißt es in unserer Partnerschaftsurkunde, die Sie auch hier nebenan im Magistratssaal sehen und lesen können. Fast auf den Tag genau vor 17 Jahren, nämlich am 4.5.1997, ist sie von unserem damaligen Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel und dem damaligen Bürgermeister der Gemeinde Proskau, Bernhard Lellek, unterzeichnet worden. Ich bin froh, feststellen zu können, dass viel mehr daraus geworden ist, dass eine tiefe, eine echte Freundschaft gewachsen ist. Das ist wohl das Wertvollste, was eine Partnerschaft hervorbringen kann. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i spróbuję tłumaczyć to, czego nasz pan burmistrz jeszcze się nie nauczył, bo nie potrafi po polsku mówić. Witamy bardzo serdecznie panią Różę Malik, pana Beharda Fennela, pana Kwella, gości z Pruszkowa oraz Steinberg. Witamy wszystkich, którzy tutaj przyszli. Celami partnerskimi naszych miast są wzajemne poważanie, zaufanie oraz porozumienie. My podjęliśmy wzajemnie decyzję, aby przyjaźń oraz pokój w Europie rozpowszechniać. Ten właśnie tekst napisany jest w dokumencie partnerskim, który tutaj w tej sali ratuszowej wisi. Przed akuratnie 17 laty, 4 maja 1979 roku, były burmistrz Schinfeldu, pan dr Eberhard Fennel oraz były burmistrz Pruszkowa, pan Bernhard Lellek, podpisali właśnie ten dokument. Nasz pan burmistrz jest bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że taka duża przyjaźń wyrosła między Pruszkowem a Schinfeldem. To jest jeden z największych skarbów, jakie dwa miasta mogą mieć. Deshalb bin ich froh und glücklich, bereits einen Monat nach meinem Amtseintritt zu dieser Bürgerbegegnung meine Proskauer Kollegin Rosa Malik hier im Rathaus ganz herzlich willkommen heißen zu können. Und Sie haben in meiner Anrede schon gespürt, dass ich das vertrauliche Du gewählt habe. Wir haben uns die letzten zwei Tage, sagen wir mal, so nah kennengelernt, dass das vertrauliche Du praktisch ein Muss geworden ist. Sie ist mit einer Delegation nach Hünfeld gekommen, um diese Bande der Freundschaft zu vertiefen und zu verstärken. Mitgebracht hat sie auch Mitglieder des Gemeindeorchesters aus Proskau, die bereits gestern Abend mit den Drückerser Dorfmusikanten einen schönen musikalischen Abend gestaltet haben. Auch Ihnen sage ich ebenso wie den Repräsentanten der Gastgeber von der Drückerser Dorfmusikanten ein herzliches Willkommen. Nasz pan burmistrz się już bardzo zaprzyjaźnił z waszą panią burmistrz i już są na ty. Jeszcze kiedy dostałam tą mowę, to byli jeszcze na wy, ale też są na ty. Jestem bardzo zadowolony oraz szczęśliwy, ponieważ już miesiąc po przyjęciu mojego urzędu jako burmistrz Schinfeldu mogę powitać panią burmistrz razem z wszystkimi gośćmi w Schinfeldzie. Pani burmistrz przyjechała do nas z delegacją Orkiestry Gminnej z Pruszkowa, która już wczoraj razem z muzykami z Rykas odmiała koncert i wszystkich bardzo serdecznie witam. Es freut mich, dass auch eine Gruppe von jungen Menschen aus unserer vogtländischen Partnergemeinde Steinberg heute an diesem Empfang teilnimmt, die zu Gast bei unserer jungen Partnerschaft vom Partnerschaftsverein Hünfeld sind. Schön, dass Sie alle da sind. Bardzo serdecznie witam grupę ze Steinbergu, że ci młodzi ludzie właśnie przyjechali, żeby razem z nami rozwijać dalszą przyjaźń. Witamy Was bardzo serdecznie. Der Partnerschaftsverein unserer Stadt
trägt sie die organisatorische Verantwortung für die heutige Begegnung. Deshalb darf ich ganz herzlich hier im Rathaus sagen, meinen Amtsvorgänger, den Vorsitzenden des Hünfelder Partnerschaftsvereins und zugleich unser Ehrenbürgermeister und unser Ehrenbürger Dr. Ewald Fennel, den Ehrenvorsitzenden Eugen Kutzka und den Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Arnold Kollmus willkommen heißen. Ich weiß, welches Engagement es erfordert, solche Begegnungen zu organisieren. Wenn man aber auf die Erfolge der bisherigen Partnerschaft zurückblickt, wenn man spürt, wie harmonisch und in freundschaftlicher Verbundenheit die Treffen verlaufen, dann ist das sicher Lohn und Anerkennung in Reinform. Związek Partnerski Synfeldu ma odpowiedzialność za organizację tego spotkania. Dlatego witamy bardzo serdecznie przewodniczącego partnerstwa, pana doktora Eberharda Fennela, członka honorowego partnerstwa księdza pana Eugena Kuckę oraz kierownika pana Arnolda Kollmusa. Wiem, ile zaangażowania potrzebne jest, aby takie spotkanie zorganizować. Jeśli popatrzymy na sukcesy tego partnerstwa, to odczuwa się głęboką przyjaźń oraz zaangażowanie wielu ludzi. Myślę, że ta przyjaźń to zapłata za pracę i organizację. Herzlich willkommen heißen möchte ich auch die Vertreter des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Ich nenne hier stellvertretend unsere Stadträtin Martina Sauerbier und unseren Stadtverordnetenvorsteher Bertolt Quell, selbst in vielfacher Hinsicht in partnerschaftliche Aktivitäten involviert, sowie die Mandatsträger der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. Sie alle unterzeichnen und unterstreichen mit ihrer Anwesenheit, welchen Stellenwert die Partnerschaft auch in den politischen Gremien unserer Stadt genießt. Aus dem gleichen Grund haben es sich auch einige Träger von Ehrenbezeichnungen nicht nehmen lassen, heute Morgen bei diesem Empfang dabei zu sein. Hier nenne ich stellvertretend unseren Ehrenstadtbrandinspektor Karl Fey. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Rady Gminnej. Witam bardzo serdecznie panią Martinę Załobię, przedstawicielkę Rady Miejskiej oraz przewodniczącego Rady Gminy pana Bertolda Kwela. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy są zaangażowani. Witam przedstawicieli partyjnych oraz związku. Serdecznie witam także honorowego członka Karla Feya, który jest honorowym członkiem Straży Pożarnej. Ganz herzlich begrüße ich selbstverständlich auch die Damen und Herren der Presse, insbesondere Herrn Käßmann, also auch Herr Müller von der Hünfelder Zeitung. Ich persönlich muss bekennen, dass ich trotz mehrerer Anläufe noch nicht die Gelegenheit hatte, selbst in Proskau sein zu können. Dies bedauere ich umso mehr, da die besondere Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die Hünfelder Bürger dort immer erlebt haben, von allen, mit denen ich gesprochen habe, sehr gerühmt wurde. An der letzten gemeinsamen Bürgerbegegnung im Juni 2012 konnten meine Frau und ich wegen des plötzlichen Todes meiner Mutter nicht teilnehmen. Witam bardzo serdecznie prasę, pana Käßmanna oraz pana Müllera. Muszę przyznać, że z powodów osobistych nie miałem jeszcze okazji, aby odwiedzić Proszków. Podczas ostatniego spotkania w czerwcu 2012 miałem zamiar pojechać do Polski i miałem już także gościnę, rodzinę goszczącą, u której miałem mieszkać. Niestety akurat nie w tym czasie zmarła moja mama i musiałem wizytę odmówić. Jestem jednak przekonany, że już wkrótce Was odwiedzę i poznam gościnność Polski i każdy, który obywatel Hünfeldu, który już był w Pruszkowie, poleca mi, abym pojechał i Was odwiedził. Ich verspreche Ihnen aber hier und heute, dass ich da so bald als möglich nachholen will. Dies gilt umso mehr, als ich auch verwandtschaftliche Bindungen an Ihre schlesische Heimat habe, da meine zwischenzeitlich verstorbenen Schwiegereltern beide aus Oberschlesien stammen. Ihre Schilderungen von der Schönheit der Städte und der Landschaft Ihrer Heimat, insbesondere von Oppeln und Breslau, sind mir lebhaft in Erinnerung. Auch deshalb wünsche ich mir natürlich, gemeinsam mit meiner Ehefrau Angelika, dies alles selbst sehen und erleben zu dürfen. Obiecuję wam, że już na pewno odwiedzę was,
Ponieważ moi zmarli teście oboje urodzili się na Śląsku i często opowiadali o tym pięknym kraju, o Opolu oraz Wrocławiu. I wspomnienia były bardzo autentyczne. Dlatego już wkrótce z moją żoną Angeliką chcemy zobaczyć ten wspaniały kraj i poznać wasze obyczaje. Gleiches gilt übrigens für unsere Freunde aus Steinberg-Rudenkirchen. 1993 kam ich meinen früheren Beruf als Richter nach Kreis im Vogtland, wo ich mehr als ein Jahr gewohnt und gearbeitet habe. Dabei konnte ich feststellen, wie stolz die Menschen sowohl im Thüringer Vogtland als auch im sächsischen Vogtland auf ihre Heimat sind. Kreis wirbt heute noch mit dem Slogan »Die Perle des Vogtlands«. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch unsere Freunde aus Steinberg-Rudenkirchen aus ihrer Überzeugung heraus mit dem gleichen Slogan Werbung betreiben könnten. To samo także dotyczy naszych przyjaciół ze Steinberg-Rudenkirchen. W 1993 roku odwiedziłem miasto Greiz, Vogtland. Pracowałem tam jako sędzia. Mieszkałem i pracowałem przez rok tam i zauważyłem, że ludzie Vogtlandu są bardzo dumni z ich ojczyzny. Miasto Greiz jeszcze dzisiaj przedstawia się jako perła Vogtlandu. Myślę, że i Steinberg można by było tak nazwać. Ich habe mir jedenfalls fest vorgenommen, neben Proskau auch Steinberg und Lannaloo, das ich bereits anlässlich des Europapreises kennenlernen durfte, als Bürgermeister so bald als möglich besuchen möchte. Es ist für mich sehr wichtig, dass diese Partnerschaften fortbestehen, dass sie weiterhin gelebt werden. Und dazu will ich sowohl als Bürgermeister der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld, aber auch als Schirmherr unseres Partnerschaftsvereins gerne beitragen. Jednym z wielu moich zadań jako burmistrz jest to, że chcę poznać nasze miasta partnerskie. Chcę poznać Pruszków, Steinberg oraz Lannaloo. I to już w niedługim czasie. Jako burmistrz miasta Konrad Zuse oraz administrator Związku Partnerstwa Hünfeld jest dla mnie bardzo ważne, abym poznał te miasta, abym mógł tak samo jak i mój poprzednik pracować z wami wszystkimi i rozwijać Europę. Die Städtepartnerschaften haben einen großen Anteil daran, dass die Menschen im vereinten Europa einander näher gekommen sind, dass wir es als bereichernd empfinden, wenn wir andere Mentalitäten und kulturelle Einflüsse kennenlernen. Die Gründungsväter dieser Partnerschaften konnten oftmals noch aus eigener Anschauung kommunizieren, was es bedeutet, wenn man sich als Feinde gegenübersteht. Das ist für jüngere Menschen in unseren Ländern heute kaum mehr vorstellbar und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch gut so. Związek Miast Partnerskich ma duży udział w budowie wspólnej Europy. Staliśmy sobie bliscy, poznaliśmy kulturę i mentalność naszych krajów. Budowniczy tego partnerstwa mogą nam opowiedzieć z własnych przeżyć, jak się odczuwa, kiedy ci, którzy nam naprzeciwko stoją, są wrogami. Dlatego nasze młode pokolenie jest dobrze, że ono nie zna tych przeszkód i dobrze, że tak jest, że jesteśmy jedną wspólnotą. Es darf uns aber nicht dazu verleiten, den Wert dieser Freundschaften, diese Gemeinsamkeit gering zu schätzen. Die Geschichte lehrt uns leider immer wieder, dass dies keineswegs selbstverständlich ist. Dieses Bewusstsein mag in Polen vielleicht noch etwas ausgeprägter sein als bei uns. Ihr unmittelbarer Nachbar ist die Ukraine, die von einer heftigen Krise erschüttert wird und wo uns allen deutlich wird, wie empfindlich, wie zerbrechlich unser Frieden und unsere Freiheit sind. Hier hoffe ich auf baldige friedliche Klärung der Ukraine-Krise und appelliere insoweit auch an die Verantwortlichkeit aller politisch Handelnden. Nie możemy jednak dopuścić, aby wartości tej przyjaźni oraz wspólnoty stały się czymś oczywistym. Z historii wiemy, że przyjaźń nie jest tym o czymś oczywistym. To przekonanie, że w Polsce jest jeszcze dużo bardziej rozpowszechnione niż u nas. Waszym bezpośrednim sąsiadem jest Ukraina. Ona przechodzi teraz kryzys. Na jej przykładzie możemy się przekonać, jak delikatny jest pokój i wolność. Mamy nadzieję, że już wkrótce znajdziemy pokojowe rozwiązanie
aby i tam znowu był pokój i wolność. Deshalb brauchen wir trotz mancher Schwierigkeit nicht weniger, nein, wir brauchen mehr Europa. Ein Europa der Menschen, die einander in Frieden und Partnerschaft begegnen. Wie heißt es in unserer Verschwisterungsurkunde vom 4. Mai 1997 klar und deutlich? Ziele der Partnerschaft sind gegenseitige Achtung, Vertrauen und Verständnis füreinander. Das ist die Basis Europas. Und das füllen wir mit unseren Städtepartnerschaften mit Leben. Wer einander achtet, kann auch Konflikte miteinander diskutieren und konstruktiv lösen. Wer Vertrauen und Verständnis füreinander empfindet, der kann die Zukunft gemeinsam gestalten. Das ist der Auftrag, den wir uns gemeinsam verpflichtet haben und der uns auch in Zukunft fordern wird. Dlatego potrzebujemy, pomimo niektórych nieporozumień w Europie, Europy, w której wszyscy mieszkańcy w pokoju i przyjaźnie żyją. W dokumencie partnerskim z 4 maja czytamy: celem partnerskich naszych miast są wzajemne poważanie, zaufanie oraz porozumienie. To jest fundamentem dla Europy oraz dla naszych miast braterskich. To chciejmy wypełnić życiem. Kto ma dla siebie poważanie, ten potrafi konflikty rozwiązać bez użycia przemocy. Kto ma do siebie zaufanie, ten potrafi budować wspólną przyszłość. To jest zadanie dla nas wszystkich. Chcemy je przyjąć i wypełniać. Wenn man so liebe Gäste, wie ich heute Morgen hier willkommen heißen darf, dann übergibt man ihnen auch gerne Geschenke. Ich freue mich deshalb, dir, liebe Rosa, unser neues Buch Hünfeld und Hünfelderisches überreichen zu dürfen. Darin findest du auch eine Zusammenfassung des Textes, auch in polnischer Sprache, obwohl das für dich ja an sich gar nicht notwendig ist, ich weiß. Ja. Aber zumindest mal, ich sag mal, vielleicht für das Umfeld, das dann der deutschen Sprache nicht ganz so wichtig ist. Und im Übrigen hat das Buch noch was Besonderes. Es hat noch ein Vorwort meines Amtsvorgängers und mir sozusagen beide nochmals verwirklicht in einem Buch. Von daher, du, die, wo ich mittlerweile weiß, die ja seit 20 Jahren mit meinem Amtsvorgänger sozusagen fest verbandelt bist, ja, von daher weiß ich, dass das durchaus auch dir was bedeutet können. Jo, Rosa, darf ich mal bitte zu mir bitte? Pani Burmistrz dostanie teraz książkę, którą pan dr Fennel oraz nasz nowy burmistrz, pan Szwęk, napisali razem i bardzo się cieszy, że może jej podarować tą książkę, bo w niej jest jeszcze także część po polsku. Ja, dem Gemeindeorchester, die ja auch mitgereist sind und die gestern Abend, wie ich schon gesagt habe, gemeinsam mit den Rügerser Dorfmusikanten, ich sag mal, musiziert haben, mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung, die ich leider wegen anderer Termine nicht teilnehmen konnte, überreiche ich einen Rathausdruck mit Amtsbock in der Hoffnung, dass man natürlich in Proskau dafür einen dementsprechenden Platz findet. Darüber hinaus vielleicht nochmal die Geschichte irgendwann des Amtsbocks erzählt, hoffe ich, dass natürlich nicht das Gleiche passieren wird mit einem Amtsbock, wie das in Hünfeld ehemals der Fall war. Pan kierownik orkiestry z Pruszkowa proszony jest tutaj przyjść do przodu. Pan dostanie obraz i pan burmistrz myśli, że znajdziecie dla Ski specjalne miejsce, w którym będzie można je powiesić, a pani Róża wam ma wtedy przeczytać z tej książki opowiastkę i żeby się nie stało tak jak w Hünfeldzie z tym Amtsbockiem. Okay, darf ich? Genau. So. Ja, danke fürs Kommen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht gibt es ja einen ordentlichen Platz bei Ihnen in Proskau. Und achten Sie darauf, dass Ihnen sowas nicht gleichzeitig passieren kann. Ich weiß nicht, ob Rosa die Geschichte kennt. Ansonsten wird sie das in aller Ruhe mal erzählen können. Ja? Eignet sich für einen schönen Abend auf jeden Fall. Darüber hinaus ist mir mitgeteilt worden, dass wir also auch ein Geburtstagskind unter uns haben, und zwar Frau Theresa Wenzel. Ja, Frau Wenzel. Frau Wenzel, darf ich Sie zu mir bitten? Ja, ja. Frau Wenzel. Heute, ja, heute, wunderbar. Und sozusagen ein
süße Grüße aus Hünfeld. Ja. Die müssen sie aber nicht unbedingt mit nach Proskau nehmen. Die dürfen sie vorher auch nicht. Pani Wenzel jest dzisiaj miło dziwnym, dostała pianinę. Pan Bogusz mówi, że nie musi ich wziąć do Polski, może je także tutaj zjeść. Ja, darüber hinaus darf ich natürlich meiner netten Dolmetscherin, ich war mit der festen Überzeugung, dass ich durchaus schon in der Lage bin, schnell zu reden, aber das war natürlich heute Wahnsinn. Ja, das war also wirklich klasse. Ich glaube, von daher, diese Sprache, liebe Rosa, ich glaube, die werde ich wohl nie lernen. Ja, da scheint was ganz Besonderes zu sein, die könnte ich schon immer lesen, geschweige denn sprechen. Ja, aber ihr darf ich natürlich für ihre tolle Übersetzung und Arbeit natürlich auch einen Blumen ausbereiten. Ja, es darf ich fragen, ob auch die Busfahrer da sind. Oder auch die sind nicht da. Ja, da muss ich jemanden sozusagen zu treuen Händen die Geschenke für die Busfahrer überreichen. Den Busfahrern wollte ich nämlich eine Hühnfeldtasse mit Excelsior, einem kleinen Excelsior überreichen. Der Excelsior sollte natürlich erst in Proskau getrunken werden, nicht unterwegs. Ja? Aber ansonsten, wer würde das denn gerne mitnehmen? Ja, okay. Tam jest wódka, ale oni ją mają wypić dopiero, jak dojedziecie do domu. Mit Grüßen von mir. Ja, und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich uns natürlich noch alle ein paar schöne gemeinsame Stunden. Nehmen Sie am Sonntag, wenn Sie die Heimreise antreten, herzliche Grüße an alle von mir mit, sowohl nach Proskau als auch nach Steinberg, und sagen Sie den Menschen dort, dass wir Hünfelder uns auf eine weitere vertrauensvolle und selbstverständlich auch freundschaftliche Partnerschaft freuen. Vielen Dank, und jetzt werden wir uns